da habe ich das Gefühl, ich bin da in einem Loch drin. Und da ist das Pferd dann rechts hohl. Wäre das Pferd links hohl, dann wäre ich links in dem Loch drin. Wenn ich das Bein da hinten habe und hier so rüberziehe, wandere ich mit meinem Körper da raus und nun sitze ich so schief. Das Problem ist, er ist ja rechts hohl und jetzt seht ihn euch an, der wird noch hohl. Also aufgrund dessen, dass er rechts hohl ist, ich so sitze, mein Bein da hinten habe, außen sitzen, außen ziehen, hier liegt der Fehler. Hallo Reiterkollegen, es freut mich, euch auf unserer Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Heute mit einem ganz kurzen Video, und zwar möchte ich hier durch die Videoanalysen, die ich immer wieder habe, das heißt, da schicken mir die Leute ein kurzes Video, wir sehen uns das gemeinsam an und besprechen dann, wie sie weiterarbeiten können. Und da kommt immer wieder dieses Problem mit der hohlen Seite heraus. Das heißt, der Fehler, den wir hier ansprechen, der ist nicht auf das klassische Reiten alleine bezogen, sondern egal welche Pferderasse ihr reitet, egal welche Disziplin ihr reitet, ob ihr Western reitet, ganz egal was, dieser Fehler passiert jedem Reiter. Und zwar geht es darum, wenn ein Pferd hohl ist, und das ist jetzt wichtig, dann verkürzt das Pferd auf einer Seite die Muskulatur. Und die Pferde kommen hohl zur Welt. Also das ist nicht draufgeritten. Natürlich gibt es dann auch die anerzogene Schiefe, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir besprechen hier nur dieses von Natur aus hohl, das dann durch die Gymnastizierung des Reiters unter dem Sattel wegtrainiert werden sollte. Klar können jetzt auch manche sagen, das machen wir vom Boden aus, gebe ich euch recht, ihr könnt auch vom Boden aus die Pferde gerade machen, nur in dem Moment, wo ihr euch draufsetzt, kommt das erworbene Gleichgewicht. Das ist eine ganz andere Basis, und mit dem erworbenen Gleichgewicht, denn wenn der Reiter drauf sitzt, ist ja das alles wieder verschoben, dann kommen die Pferde auch wiederum in die hohle Seite. Weil dann ja die eigentliche Grundmuskulatur wieder wirkt, und das ist was anderes, als wie wenn ich jetzt das Pferd nur vom Boden aus arbeite. Jedoch, und da gebe ich euch recht, die Pferde tun sich dann durch die Bodenarbeit leichter. Zurück zu dem Fehler. Wie bemerken wir dieses, okay, mein Pferd geht rechts hohl oder links hohl? Es liegt daran, dass die Pferde mit der Hinterhand nach innen ausweichen und mit der Schulter nach außen. Und der zweite Punkt, ich habe auf einem Zügel mehr Zug. Wenn das Pferd sich zum Beispiel rechts hohl macht, habe ich am linken Zügel einen starken Zug und rechts gar nichts. Oder er macht sich links hohl, dann habe ich am rechten Zügel viel Zug und links habe ich gar nichts. Wir nehmen jetzt mal an, Despo wäre rechts hohl. Wie würde ich es noch merken? Und zwar, und das habt ihr alle, wenn ihr am Pferd sitzt und das Pferd wäre rechts hohl, dann wäre es so, dass die Seite verkürzt ist und ich würde mit der rechten Wade das Gefühl haben, ich komme da nicht ans Pferd. Und viele von euch werden sich jetzt abgeholt fühlen, werden sagen, ja, das habe ich auch immer wieder. Da habe ich das Gefühl, ich bin da in einem Loch drin. Und da ist das Pferd dann rechts hohl. Wäre das Pferd links hohl, dann wäre ich links in dem Loch drin. Das ist hier jetzt ganz wichtig. Was passiert dann? Der Fehler, der dann passiert, von der Seite betrachtet, ist ja, ich bin jetzt geradeaus oder selbst wenn ich links herum reite, auf der rechten Hand habe ich mit meinem rechten Bein das Gefühl, ich bin in einem Loch, ich komme nicht dran. Was macht der Reiter? Der Reiter nimmt das Bein dann so weit nach hinten, bis er dran ist. Und dann ist er mit dem Bein da hinten. Da liegt der Fehler. Denn wenn das Bein da hinten ist, und jetzt aufpassen, sitze ich richtig, habe ich das Bein locker hängen und habe auch meine Hüfte unten, wandert mein Bein da nach hinten, geht auch meine Hüfte mit und nun passiert der Folgefehler. Und hierzu haben wir schon die Videos. Seht euch die Videos mit Reitfehler an. Ihr braucht nur Wolfgang Rust Reiterfehler eingeben. Wenn ich das Bein da hinten habe und hier so rüberziehe, wandere ich mit meinem Körper da raus und nun sitze ich so schief. Das Problem ist, er ist ja rechts hohl und jetzt seht ihn euch an, der wird noch hohler. Er wird noch schiefer, er läuft noch mehr über die linke Schulter. Ich habe links noch mal mehr in der Hand. Und dann kommen die Reiter und sagen, ja, ich bekomme ihn aber rechts nicht gerade und links ist er so schwer. Klar, die Ursache ist jetzt nicht mehr sein Hohlsein, sondern mein Folgefehler durch dieses Bein hinten, Hüfte hinten,
außen sitzen und dann auch noch, weil ich innen nichts in der Hand habe, anziehen. Und jetzt habe ich so ein Pferd und mit dem Pferd kann man nicht reiten. Da mir auch sehr viele schreiben und sagen, ich muss das immer im Kopf umrechnen, wenn das links oder rechts ist, auf der linken Hand wäre er links hohl, dann würde das Ganze so aussehen, das Bein ist da hinten, ich sitze außen. Ihr seht sofort, wie er da Schulter raus, Kopf rein und er geht über die Schulter geradeaus. Ja? Also das wäre hier ein Fehler, das immer im Kopf haben. Es ist vollkommen egal, welche Disziplin ihr reitet. Das sieht man bei allen Reitern. Die Reiter wollen in die Ecke rein, machen so, sitzen außen. Und der Unterschied liegt ja hier auch, und das haben wir auch bei dem, mit dem Schenkeldruck richtig reiten, dazu habt ihr schon alle Videos, seht euch die Videos an. Das richtige Treiben ist, wenn ich mit der inneren Wade Richtung zwischen inneres Vorderbein, äußerer Trense, so an den Außenzügel vorreite. Das wäre richtig. Wenn ich das Bein hier nach hinten nehme, dann ist es falsch, weil ich rausdrücke. Das heißt, der kann so nicht gehen, der wird sofort kürzer, er fängt zum Taktfehler machen an, also das ist alles falsch. Bein wieder vor. Wenn wir das Ganze nun im Trab beachten, und zwar, jetzt gerade reite ich so, inneres Bein am Gurt, reite nach vorne, aktiviere mir, kann ihn hier stellen, biegen, gerade machen, wäre Despo jetzt rechts hohl und ich würde so reiten, hätte ich mein Bein zu weit hinten. Und ihr merkt jetzt die Veränderung am Trab. Und jetzt braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr sagt, ja, mein Pferd geht nicht gerade. Und was passiert jetzt? Durch dieses Treiben wird er schief. Okay, er kennt sich jetzt gar nicht mehr aus. Ich mache da trotzdem weiter. Hinterm Gurt. Jetzt sitze ich außen. Und ihr könnt es beobachten, er bekommt die falsche Stellung nach links. Und hier ist auch der Fehler im Galopp, den zeige ich euch dann auch. Also aufgrund dessen, dass er rechts hohl ist, ich so sitze, mein Bein da hinten habe, außen sitzen, außen ziehen. Hier liegt der Fehler. Mal kurz Schritt, damit er sich ein bisschen entspannt. Also bei Despo weiß ich, dass er gefestigt ist. Darum kann ich diese Fehler zeigen. Ihr werdet es dann wieder sehen. Er trabt gleich wieder ganz normal. Wenn ich hier rechts hohle Pferde, mit dem inneren Bein rechts zu weit hinten treibe, habe ich automatisch Taktverlust, Schwungverlust. Warum? Weil Pferde nicht mehr durch den Körper vorwärts gehen können. Das Gleiche ist linksrum. Wenn ich links hohl, linkes Bein zu weit hinten habe, habe ich den Folgefehler, dass ich beim Schritt habe ich es vorher gezeigt, sitze ich außen, ziehe so, in der Bewegung Trab oder auch Galopp hat das Pferd dann eine falsche Stellung und Biegung. Und das wäre hier der Fehler, warum Pferde dann im Galopp ein Problem haben. Despo jetzt noch einmal gezeigt, linke Hand, gerade, korrektes Reiten. Und ihr seht, ich brauche jetzt nur wieder Impulse geben. Er beginnt wieder in sich nach vorne zu gehen, also das ist überhaupt kein Thema. Klar, kommt er ein bisschen durcheinander, ist aber gleich wieder da, falsch. Das innere Bein ist hinten, außen sitzen. Und in dem Moment würde er so gehen. Und wenn ich jetzt sage, der muss draußen bleiben und da anziehen, habe ich automatisch ein Pferd, das unter mir total verdreht ist. Von vorne betrachtet wäre das so. Also ihr seht, so darf man nicht reiten. Noch einmal nach vorne und ihr seht sofort, wie er wieder lostrabt. Hier kann ich leicht touchieren, er fußt ab. An die Hand geritten, er kommt in die Selbsthaltung. Durchatmen, wieder Ruhe reinbringen. Das Gleiche nun im Galopp. Korrekt geritten, inneres Bein am Gurt, schön am Diktieren, äußeres Bein hinterm Gurt. Er weiß, was er tun muss. Jetzt falsch, rechts hol und ich sage, ah, ich komme mit dem Bein da nicht hin. Und ihr seht sofort, der hört auf, der weiß gar nicht, was ich will von ihm. Jetzt kann Despo mittlerweile Serienwechsel bis 2er. Aber er versteht die Welt nicht, wenn ich einfach nur so sitzend das Bein da hinten habe und da sitze. Er stellt sich in die falsche Richtung und wenn ich ihn jetzt noch gerader machen würde, dann hätte ich aus diesem Reiten, innen am Gurt, dann das Bein zurück, einen Wechsel nach links. Und das muss euch immer klar sein.
Wenn die Pferde gut ausgebildet sind, werden sie durch diese Reiterfehler zuerst Lektionen machen und dann irgendwann verzweifeln. Und auch das ganz wichtig, achtet darauf, der Fehler, egal welches Pferd, egal welches Reiten, welcher Stil, wenn auf der hohlen Seite der Reiter mit der Wade nicht rankommt, tendiert er immer dazu, Bein nach hinten rausziehen und ihr seht, und jetzt kommt, ach, mein Pferd ist so triebig und dann kommt das Quetschen und das Schieben und das Halten. Das Pferd ist nicht triebig, das Pferd weiß nur nicht, wie es sich ausbalancieren kann. Und durch dieses Nichtwissen, wie es sich ausbalancieren kann, macht es sich fest. Und durch dieses Festwerden entstehen dann die Folgefehler. Und ihr seht, gerade machen und schon kann Despo wieder lockerlässig vorgehen, kann ich leicht touchieren. Er galoppiert durch den Körper, ich kann ihn wieder aufnehmen. Hier an die Hand geritten, kürzere Sprünge und wieder rausreiten. Das geht aber nur, wenn Pferde in sich gerade sind, der Rhythmus im Galopp, also Takt, Losgelassenheit, die Anlehnung ist die Dehnung aus dem Widerrist, dann das schöne durch den Körper galoppieren, gerade machen und dann kann man mit der Parade auch verkürzen, Schritt und schreiten lassen. Und er kann sich immer noch nach vorne dehnen. Mein Bein liegt immer noch da. Würde ich das Bein nach hinten nehmen, weil ich noch einmal, ein letztes Mal in dem Loch rechts bin beim Treiben, sage, ach, ich komme da nicht dran und gebe mein Bein unbewusst, das macht niemand von euch absichtlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kein Mensch macht absichtlich Fehler. Es ist unbewusst, wenn ich jetzt rechts sitze, rechts runter sitze, rechte Wade ran habe und sage, ja, aber ich spüre da nichts. Ich spüre da kein Pferd, ich spüre da keinen Druck mit der Wade. Dann kommt dieser Fehler mit Raussitzen, denn ich muss ihn ja irgendwie draußen halten. Mit dem Bein komme ich nicht zum Treiben, also setze ich mich raus. Jetzt geht der noch mehr rein, vielleicht weil er rechts hohl ist, mit der Krupp nach innen, wichtig, dann möchte der Reiter die Krupp rausdrücken, die Hinterhand. Und schon, was mache ich, sitze ich wieder so. Also hier gibt es mehrere Ansätze, aber alles ist auf das Hohlsein zurückzuführen. Und die Lösung ist dieses in sich gerade machen und in sich gerade machen. Wichtig, ich zeige es euch auch noch einmal. Wie gesagt, seht euch das den anderen Videos an, gerade auf euch zu. Wenn ich gerade bin, dann hat er die Möglichkeit. In sich gerade ist die linke wie die rechte Seite der Muskulatur ganz gleich lang. Hohl wäre eine Seite verkürzt, entweder nach rechts oder nach links. Bei ihm ist es jetzt Biegung, würde er es von alleine machen, wäre es hohl. Und wenn sich ein Pferd links hohl macht, dann nicht am rechten Zügel zurückziehen, bis er gerade wird, sondern achtet jetzt drauf, links hohl. Und ich würde jetzt links sitzen und jetzt mit der rechten Wade, mit der Wade Druck machen. Ich mache mit der Hand gar nichts, nur mit der rechten Wade Druck. Was macht er? Druck. Er verkürzt sich rechts und dreht den Kopf nach links. Also nach rechts, dehnt sich an den linken Zügel. Und dann kann ich links gegenhalten. Das gleiche nach links, wieder Beine weg, ihr seht es von vorne, jetzt beide Beine dran. Linke Wade, wo dreht er sich hin? Nach links, weil links die Rippen annähern. Und dieses Rippen annähern links ist die Voraussetzung für die Dehnung an den rechten Zügel. Und dann habe ich die Möglichkeit, außen zu begrenzen und zu reiten. Und das ist hier das Allerwichtigste. Wenn ihr mit dem Körper, mit euren Sitz, Schenkel reiten könnt, braucht ihr mit dem Zügel nur mehr minimal einwirken. Und das sollte das Ziel sein. Der Fehler mit der hohlen Seite, inneres Bein hinten, außen sitzen, mit dem Zügel rausdrücken, mit dem Außenzügel zur Seite ziehen. All diese Fehler könnt ihr euch in dem Video ansehen über Reiterfehler. Ich hoffe, ich konnte euch damit unterstützen. Und wenn auch ihr so eine Videoanalyse möchtet oder ein Mentaltraining, weil ihr sagt, ich komme da nicht raus, durch meine Ängste halte ich mich fest, bin verspannt oder sonst irgendwelche Probleme habt, wr-rideyourlife.com, unsere Website, da könnt ihr euch anmelden und wir arbeiten zusammen. Viel Spaß beim Üben!